Zusammenwachsen lautete das Motto des diesjährigen Segeberger Wirtschaftstages. Der Kreis Segeberg als attraktiver Teil der Metropolregion Hamburg ist Bindeglied zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg. Jan-Peter Schröder, Landrat des Kreises Segeberg, Friederike Kühn, Präses der IHK zu Lübeck und Hans-Joachim Grote, Oberbürgermeister der Stadt Norderstedt, begrüßten gemeinsam die Gäste. Norderstedt hat das Thema Zusammenwachsen eigentlich seit der Stadtgründung sein eigen genannt. 1970 aus 4 Gemeinden zusammengewachsen. Diese 4 Gemeinden lagen in 2 Kreisen und wir wurden in einen dritten Kreis hineingeboren, in den Kreis Segeberg. Also es ist ja eine Einladung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Segeberg und wie man sieht auch ganz gut besucht. Es wird sicherlich ganz spannend, weil wir dieses Mal ja hier in Norderstedt oder die WKS dieses Mal hier in Norderstedt zu Gast ist. Und mit Minister Mayer und Senator Horcher 2 haben, die gerade wenn es um Wirtschaft geht, mitreden können. Das wird sicherlich ganz spannend, was die beiden so miteinander zu besprechen haben. Es geht heute darum, zusammenzuwachsen. Und zwar miteinander und gemeinsam der Kreis Segeberg, Hamburg, Schleswig-Holstein. Das ist eigentlich unser großes Thema, was wir heute hier diskutieren wollen. Wir freuen uns, dass wir den Hamburger Wirtschaftssenator Herrn Horch hier haben, den schleswig-holsteinischen Wirtschaftsminister Herrn Mayer. Und viele, viele weitere Gäste aus der Wirtschaft, aus der Politik und aus der Verwaltung, mit denen wir hier zusammen den Abend verbringen werden und diskutieren wollen. Um auch tatsächlich die reale Situation wiederzugeben, wie wir zusammenarbeiten. Ich muss leider immer wieder feststellen, dass von einer mangelnden Zusammenarbeit und Kooperation gesprochen wird. Dem ist nicht so und ich würde mir von der Seite hier endlich mal eine Überschrift wünschen, die die gesamtheitliche Zusammenarbeit so beschreibt, wie sie auch in Wirklichkeit ist. Im Anschluss freuten sich die Teilnehmer über die spannende Diskussionsrunde mit Senator Frank Horch, Minister Reinhard Mayer, Bernd Jorkisch, Aufsichtsratsvorsitzender der WKS, Honorarkonsul der Republik Finnland und Ulrich Graumann, Geschäftsführer der WKS. Vielleicht ganz kurz, weil es viele interessiert, worüber halten Sie beide sich eigentlich, wenn Sie mal nicht über Politik und Wirtschaft sprechen?